Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Spiegelbild der Zeitbox von Schlussakkord. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Spiegelbild der Zeit von Schlussakkord, das Ganze am 5. Juni erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das zweite Album der Band. Wir werden als erstes mal die Folie entfernen. Einmal hier an der Schweißnaht einstechen. Dann sollte das hier wunderbar abgehen. Genau. So. Also, das ist die Box. Wir haben hier so eine schwarze Metallbox. Und hier oben der Boxdeckel entsprechend mit dem Cover hier versehen. So, wir lesen hier einmal oben den Bandnamen Schlussakkord, darunter dann den Albumtitel Spiegelbild der Zeit. Und genau das bekommen wir dann hier auch zu sehen. Also wir sehen hier eine junge, attraktive Frau, die hier scheinbar in diesen Spiegel hineinsieht. Und hier sieht das Ganze dann nicht mehr ganz so attraktiv aus. Also hier die linke Gesichtsseite dem Verfall. Also es sieht hier echt so etwas nach Zombie oder Untoten aus. Sieht auf jeden Fall so aus, als hätte hier der Zahn der Zeit an ihr genagt. Und wir haben hier auch passend zum Thema Zeit auch noch hier ein entsprechendes Uhrenblatt, so ein Ziffernblatt mit römischen Ziffern. Ja, ansonsten hier alles in dieser schwarzen Hochglanzoptik. Und auf der Unterseite ebenso. Und dann haben wir hier auch noch einen Sticker. So, hier lesen wir einmal die Ausstattung, bedeutet den Boxinhalt. Spiegelbild der Zeit, Digipack, Shotglas, Aufkleber, Fahne, Autogrammkarte mit Originalunterschriften. All das finden wir hier vor. Dann haben wir hier noch die Beteiligten, die Labels und einen Barcode. Das Ganze erschienen über Rookies und Kings. Das ist die Katalognummer. Soulfood hat den Vertrieb gemacht. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Ich gehe mal davon aus, der Deckel ist entweder zu klappen oder geht ganz runter. Moment. Nein, unten wollen wir nicht aufmachen. Okay. Wir schauen mal ganz kurz. Gar nicht so einfach. Okay, aber bei mir geht das jetzt gerade hier so unten auf. Also, jetzt habe ich die Box hier von unten aufgemacht. Auch nicht weiter schlimm. So, wir schauen mal. Wir haben hier einmal eine Fahne. Dann haben wir eine Autogrammkarte, einen Sticker, dann hier jede Menge Luftpolsterfolie, denn die beschützt hier das Shotglas. Und dann haben wir hier noch das Album im Digipack. Gut, dann würde ich sagen, packen wir das Ganze wieder zusammen. Box von innen in Silber. Packen wir die Box dabei mal zur Seite. Und dann schauen wir mal. So, Album und Fahne sind hier noch in Folie. Einmal die Fahne und einmal das Digipack. Gut, dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus, Schlussakkord, Spiegelbild der Zeit. Das Cover kennen wir schon von der Box. Das Ganze kommt hier in einem Digipack. Auf der Seite lesen wir auch wieder Bandname, Albumtitel und die Katalognummer. Und auf der Rückseite die Tracklist. So, wir haben hier insgesamt 14 Tracks an der Zahl. Von Intro bis Zeit. Dann haben wir hier die Rückenansicht nochmal dieser Dame, die hier scheinbar wieder in den Spiegel sieht und die römischen Ziffern rund um sie. Und darunter dann Barcode und Beteiligte. So, dann kommen wir zum Booklet. Jawohl, so kennt man es von Rookies und Kings. Wir haben hier ein Lyric Booklet, bedeutet jeder Track ist hier Wort für Wort erfasst, abgedruckt zum Mitsingen, zum Nachlesen.
Dann haben wir hier die Bandmitglieder, die fünf Herrschaften hier abgebildet in Schwarz und Weiß. Weitere Lyrics. Und zum Abschluss gibt es dann noch hier Grüße und Danke und dann natürlich auch noch die Credits zum Album. Gut, das war's zum Booklet. Hier auch nochmal die Bandmitglieder abgebildet. Dann hier in diesem kleinen Steckfach kann man das Booklet wieder unterbringen. Dann kommen wir zur Album-CD. Die sieht so aus, also auch hier wieder in dieser Uhrenoptik, in dieser Ziffernblattoptik. Und auch dahinter, allerdings in diesem Fall zerbrochenes Glas. Also hier die Glasscheibe, das Ziffernblatt gebrochen. Gut, als nächstes haben wir hier eine Fahne mit dabei, die in Schwarz und Weiß kommt. So, und es ist ungewöhnlich, denn wir haben hier die Fahne, schauen wir gleich, im Hochformat. Bietet sich bei dem Logo der Band auch gut an, wie ich gerade sehe. So, also, hier oben einmal Schlussakkord zu lesen. Das Doppel-K hier, in diesem Fall das Logo der Band. Und genau dieses haben wir dann auch nochmal hier im Großformat, riesengroß hier in der Mitte der Fahne. So endet das. Also erinnert so ein bisschen an das Peace-Zeichen, aber in diesem Fall hier eben dieses Doppel-K. Und wir haben an allen vier Ecken, also sowohl hier unten, als auch natürlich oben, die Ecken hier noch etwas verstärkt, vernäht und auch eine Metallöse drin. Also alle vier Ecken hier mit so einem Metallring versehen, bedeutet man kann das dann wirklich auch auf. Aufhängen die Fahne. So, jetzt schauen wir noch kurz, ob wir hier irgendwo ein Zettelchen vorfinden. Aber nein, kann ich jetzt hier nichts erkennen. Gut, dann packen wir die Fahne wieder zusammen. Ich gehe mal davon aus, so wie es bei Rookies und Kings meistens ist, dass diese Fahne oder generell der Boxinhalt von Vor-Merch ist. Aber wie gesagt, ich sehe hier keinen Zettel. Von daher kann ich keine verlässlichen Angaben machen. Wir packen die Fahne wieder zusammen und kommen zum nächsten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier mit dabei einen Sticker. Der sieht so aus. Im Querformat in Schwarz und Weiß, also schwarzer Untergrund und dann weiß hier wieder der Schriftzug, Schlussakkord. Das Ganze kommt hier so auf einem weißen Streifen, lässt sich dann hier so entsprechend ablösen. Ein Sticker. Dann haben wir mit dabei eine Autogrammkarte. Diese ist im Querformat. Hier haben wir alle fünf Herrschaften nochmal abgebildet. Und es haben auch alle hier mit weißem Stift unterschrieben. Das sind auf jeden Fall Originalunterschriften. Und ich sehe gerade hier, der Frontmann der Band hat auch tatsächlich hier den Bandnamen auf den Arm tätowiert. Schlussakkord. Ja, also das ist auf jeden Fall mal Hingabe bzw. Überzeugung. So, schlussakkord.de. Auf der Rückseite das Ganze im Postkartendesign. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch ein Shotglas, also ein Glas für, ja, für Schnaps, für Spirituosen oder was auch immer man da reinfüllen möchte. Hier oben lesen wir wieder Schlussakkord, dann das Doppel-K, Rückseite unbedruckt, unbeschriftet und wie man es von solchen Gläsern kennt, der Boden recht dick. Ja, also klassisches Shotglas, in diesem Fall eben gebrandet. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shotglas hier im Schlussakkord-Design. Dann die Autogrammkarte im Querformat, unterschrieben von allen fünf Bandmitgliedern. Der Sticker ebenfalls im Querformat. Ein Sticker hier mit dabei. Die Fahne im Hochformat in Schwarz und Weiß. Und natürlich das Album an sich, Spiegelbild der Zeit von Schlussakkord im Digipack mit insgesamt 13 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Spiegelbild der Zeit von Schlussakkord. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Schlussakkord unterstützen möchtet,
dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.